Zuletzt bei Paper Mario The Origami King. Wir erkundeten weiter unbekannte Inseln auf dem hohen Ozean. Dabei gibt es recht einfache Inseln, wie beispielsweise die Hammerinsel, auf welcher man einfach nur coole Items bekommt. Allerdings fanden wir auch heraus, dass es wohl eine größere Quest gibt. Auf manchen Inseln gibt es eine Toadstatue, welche ein unvollständiges Diagramm anzeigt. Wenn wir aber allerdings alle Inseln finden, dann können wir auch dieses Diagramm vervollständigen und finden dann das große Rätsel dahinter heraus. Weshalb wir das tun müssen, haben wir noch nicht herausgefunden. Allerdings liegt die Vermutung sehr nahe, dass es etwas mit der lila Luftschlange zu tun hat. Mal sehen, ob wir das Rätsel heute lösen können. Hey meine lieben Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King! Schön, dass ihr wieder hier seid. Wir sind mitten in einer großen Erkundungstour des Ozeans. Wir haben noch einigen Stuff zu bergen, zu entdecken. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das alles gemeinsam hinbekommen. Und wir haben noch, es gibt 11 Inseln, wurde uns gesagt, von einem Shy Guy. Und wir haben aktuell 8 entdeckt. 2 davon werden noch die Form einer Spielkarte haben. In diesem Sinne müssen wir nur noch eine finden, die quasi aus der Reihe tanzt. Nennen wir es mal so. Im Süden war ich ja, glaube ich, schon. Hier habe ich mich ja schon umgeguckt. Hier war, soweit ich weiß, nichts. Und gerade auch mit dieser, mit dem neuen Boot können wir uns das fix nochmal anschauen. Das heißt, quasi hier im Norden muss ich noch irgendwo, quasi über der Totenkopfinsel, muss sich noch irgendwo der Rest befinden. Und wir werden ihn finden, entdecken, ihn auf unsere Karte eintragen und dann sind wir happy. Ich glaube, mit dem habe ich schon geredet. Ich glaube, der sagt nichts Sinnvolles. Die große Luftschlange, ja genau, das wissen wir. So, und jetzt ab hier, nördlich der Totenkopfinsel, kommen wir quasi wieder in unerforschtes Gebiet. Da kommt dann auch direkt ein Schatz, den wir bergen müssen. Ich muss auch mal hier rüber. Wir müssen ja alle Gebiete abchecken. Ich meine, ich habe gerade eine Insel am Horizont gesehen. Yes, oder? Nein, das ist nur Felsformation, aber das ist auch eine Insel. Sehr gut. Dann erstmal zur Insel. Das ist die Mondinsel. Okay. Mondsichel Island. Gab es hier auch eine Mondsichel Island in Wind Waker? Say sowieso. Also es fühlt sich ja wirklich an wie einfach Paper Mario Meeting Wind Waker und Phantom Hourglass aus Zelda. Schauen wir mal. Das ist jetzt, glaube ich, die letzte, die... Ich meine, das ist ja kein Spielkartensymbol. Da müsste das die letzte besondere Insel sein, von der ich gerade gesprochen habe. Oh, recht hat er recht. Der Captain. Diese Insel sieht wirklich aus wie eine Mondsichel. Eine gute Aussage hat der Tod, so viel ist Sichel. Hihi. Witzig. Da müssen wir angeln. Oh nein. Nicht wieder ein Angel-Minispiel. Da gibt es safe ein Schatz-Mini. So, jeder Angelplatz, haben wir ja gelernt, hat ja so seine eigenen Sachen, die man dort bergen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt noch einiges bergen müssen. Beziehungsweise angeln müssen. Ist da was drin? Einzelne Palmen sind immer sehr verdächtig. Nee. Da ist ein Hase. Wow. Ein totes Hase. Den sagt die Form einer Mondsichel. Das ist euch sicher schon aufgefallen. Bro, du hast den Witz von Olivia geklaut. Und hier ist auch ein versteckter Block irgendwo. Okay, wahrscheinlich in der Mitte von diesen drei Löchern da. Yep. Zack. Da ist nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Okay, die sollten also nur zeigen, hey, hier ist ein versteckter Block. Damit haben wir auch alle... Wow, ein Glitzerschweif. Schön. Damit haben wir alle versteckten Blöcke. Oder allgemein alle Fragezeichenblöcke. Die Musik hier ist super mystisch. Okay. Das sind auch alle grundlosen Löcher. Ich vermute, das war auch... Na, Schatzminis gibt es wahrscheinlich noch. Es gibt 3 Toads hier? Okay, warte. Ich angel jetzt erstmal. Und dann schauen wir, was abgeht. Hier scheint es ja erstmal nur die Krabbe zu geben. Dann ziehen wir erstmal die raus. Oh, shit. Kommst du wieder rüber? Okay, Moment. Ich werf den mal so weit ich kann. Hüa! Bro, kommst du? Die Musik ist so meditativ. Ja,
Es war klar, dass es eine Krabbe ist, aber ich hoffe halt, wenn wir die rausziehen, dass wir dann quasi besseren Shit hier finden. Alter, was ist denn hier los? Wie seid ihr denn angeordnet? Ich habe noch zwei Züge. Ah, ja, okay, kapiert. Einfach den nach hinten und dann zwei Hammerformationen draus machen. Ist bei den Krabben sowieso notwendig, weil wir ohne Eisentiefe nicht mehr auf die drauf hüpfen könnten. So, da es ja die Anfangskrabben sind, müsste auch der normale Hammer hier reichen, um denen den Gar auszumachen. Das sieht gut aus. Boah, wir machen jetzt 25 Damage mit dem Hammer. Weil natürlich durch die KP Plus Erhöhung im letzten Part natürlich auch wieder unsere Angriffskraft steigt. Fresh. Sehr schön. 500 Münzen. Wir haben 50.000 Münzen, by the way. Ne, die Münzenzahl ist ja immer hinter mir. 50k, Friends. Wir kriegen die Macht des Erdpergamentons wahrscheinlich. Können wir dann aus dem Sichelmond einen Vollmond machen? Ich angel trotzdem mal weiter, weil ich glaube, dass jede Angelstelle ein Ende haben kann. Ja, ja, da ist der Toad. Komm her, Toad. Ja, er hat ihn schon instant gespottet. Sehr nice. Da vorne ist ein Blooper. Ich weiß nicht, ob der für uns wichtig ist. Aber hier wird es mit Sicherheit auch noch was anderes geben. Wie gesagt, man kriegt ja immer... Okay, nochmal einen Schatz. Da drüben. In Ordnung. Es gibt ja quasi in jeder Angelstelle, kriegt man irgendwann die Meldung, du hast alles gefunden, was es hier gibt. Und die will ich hier noch kriegen. Und da das Angeln manchmal sehr lange dauern kann, werde ich euch das jetzt cutten, meine lieben Freunde. Da hinten, da hinten, da hinten. Shit, 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 shit. Nicht die Spawn, Bro. Nicht die Spawn. Bah! Nein, auch nicht du. Drehst du um? Drehst du um? Bitte dreh um. Bitte dreh um. Yes. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's, Guys. Da ist sie. Die Pappmachogumba-Schatz-Mini. Und ich hoffe, ich kriege jetzt die Meldung, dass ich hier alles rausgeholt habe, was es gibt. Damit hast du alle Schätze des Angelplatzes gehoben. Puh, sehr gut. Damit haben wir auch alle Schatzminis dieser Insel. Fresh. Und jetzt geht es hierhin. Was können wir mit der Pergamacht der Erde an dieser Stelle erreichen? Bestimmt. Ich glaube, wir füllen die Sichel aus. Was soll das Erdpergament denn hier ausrichten? Ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht passiert ja was. Oh! Okay. Ja, ja, ja. I knew it. Wurde einfach ein Kreis daraus. Ein Vollmond. Wow, ist der Mond sichtlich ein richtiger Vollmond geworden? Wie cool, ey. Ich meine, das war total so geplant. Mit Sicherheit. Da ist noch unsere Glocke. Da ist noch ein Toad. Na, Bro? Eben, schau mich doch. Im Meer und jetzt bin ich an Land. Was ist los? Ich bin verwirrt. Das waren noch alle Toads. Sehr geil. Wer die drei Kugeln sucht, der begebe sich zur Karo-Insel. Drei Kugeln? Ich bin verwirrt. Ui, was mag da wohl drin sein? Was Großes oder was richtig Wertvolles? Ich bin so aufgeregt. Ein Zettel. Ihr habt die Prüfung dieser Insel bestanden. Der Karo-Schlüssel gehört nun euch. Karo-Schlüssel? Ich sehe gar keinen Schlüssel, nur einen Zettel. Bruderherz. Bruderherz, ich habe den Schlüssel. Ich warte auf der pilzförmigen Insel. Dein Luigi. Was? Luigi war zuerst hier? Wie um alles in der Welt ist er nur in diese Truhe gelangt. Oh, und schau, da ist ja noch was drin. Juhu! Ah, nee, das ist der Türknauf! Ah! Geil! Was ist das denn? Scheint ziemlich gut in deine Hand zu passen. Bin da meine Schlüssel. Schreit er zu mir und blicke auf die Karte, die ich halte. Gerne doch. Wieder eine dieser Tafeln. Verstehen tue ich sie ja immer noch nicht, aber ich füge sie einfach mal in meiner Zeichnung hinzu. Okay, warte mal. Nee, ich will die Karte angucken. Was? Okay, das ist das in die Mitte gemalt. Ah, der Kreis. Okay, dann war das doch
eines dieser Symbole. Okay. Dann fehlen uns jetzt noch zwei Inseln, die wir finden müssen. Habe ich die Insel zu 100%? Yep, wir haben ein Sternchen. Schick, schick. Das wird immer mysteriöser, ohne Spaß. Aus der Mondsichel ist ein Vollmond geworden. Daher möge die Mondsichelinsel von nun an Vollmondinsel sein. Okay. Sehr cool. Aber ich mag diese meditative Musik hier. Die hat es mir voll angetan, ohne Spaß. Ich könnte einfach auf dieser Insel chillen und über mein Leben nachdenken. Und, keine Ahnung, Rentner werden. Nein, Rentner werden will ich noch nicht. Ich habe noch einiges vor. Oh, ich kann hier schon direkt den Schatz bergen. Das müsste ungefähr hier sein. Yes. Todesrandom. Findest du ohne Todhilfe nicht. Nicht so wie manch anderen Schatz. Mal schauen, was es ist. Da haben wir es ja auch schon. Zack. Und her damit. Hoffentlich ist es ein Schatzmini. Über Schatzminis freue ich mich irgendwie immer am meisten. Aber 1000 Coins wären auch in Ordnung. Wobei, wir haben sehr viel. Ja! Die Schatzmini-Glocke bimmelt. DJ-Pult. Ah, aus der Wüstenoase. Cool. Sehr nice. Wie gesagt, zwei Inseln warten noch auf uns und die könnten beide zu hoher Wahrscheinlichkeit hier im oberen Teil sein. Aber die Karo-Insel scheint noch recht relevant zu sein. Die haben wir bisher noch nicht gefunden. Oh, das ist ein Shy Guy wieder. Was hat es mit den Todstatuen auf all den vielen Inseln auf sich? Was, wenn man sie alle findet? Ein einziges Mysterium. Ja, echt so. Aber da kann ich doch safe einen Schatz heben wieder, oder? Das sieht doch schon wieder viel zu verdächtig aus hier. Immer diese Steinkreise. Die, ja, wollte gerade sagen, immer so. Aber es könnte auch wahrscheinlich wieder nur ein Taui sein. Ich kann mir vorstellen, dass das immer so Orte sind, die man halt auch ohne die Todhilfe findet. Aber da packen sie dann halt immer nur Coins hin. Quasi nichts, was für die 100% total relevant ist. Das sieht aus wie ein Herz, was da liegt, aber ich denke nicht, dass ich das holen soll. Nehmen wir mal lieber diese Kiste, Freunde. Die sieht mir ein bisschen sympathischer aus. Her damit. Mit ein bisschen Glück ist es ein Schatzmini. Ich würde aber, wenn ich wetten müsste, auf 1000 Coins setzen. Nein, die Glocke bimmelt. Tatsächlich. Nee. Hä? Hat die Glocke nicht gerade gebimmelt? Ich bin verwirrt. In Ordnung. Das lasse ich einfach mal so stehen, okay? Das war sehr skurril. Vielleicht bimmelt die einfach allgemein bei Schätzen. Nicht nur bei Schatzminis, sondern allgemein bei Schatztruhen. Kann auch sein. Aber uns fehlen noch zwei Inseln. Wo zur Hölle sollen die sein? Da ist nochmal hier. Was hast du zu sagen? Soll ein Riff geben. Sieht aus wie ein Blooper. Ist aber nicht auf meiner Karte. Warum? Ein Riff ist aussieht wie ein Blooper? Ist das das Riff hier vielleicht? Nee. Das sieht sehr verdächtig hier aus. Da kann man vielleicht auch noch einen Schatz heben oder so. Ey, aber wo sind denn die letzten beiden Inseln? Wollt ihr mich komplett verarschen? Es sind extrem viele von diesen Felsen. Habe ich mit dir schon geredet? Also das ist ja der mit der Muschel, glaube ich, ja. Ich war mir so sicher, dass ich jetzt den Rest noch finde. Aber die sind überall nur so Felsformationen. Keine Insel. Da ist noch eine Insel. Okay, das ist die vorletzte. Und das ist die Peak-Insel. Okay, und dann fehlt uns nur noch die Karo-Insel, oder? Kommt schon, die werden wir auch noch irgendwo finden. Aber jetzt lösen wir erstmal das Geheimnis dieser Insel. Die muss irgendwo rechts oben auf der Karte sein, weil da halt sonst nichts ist. Also nichts, was auf der Karte eingetragen ist. Das ist mir zu suspekt. Da chillt einfach ein Origami-Koopa. Goomba. Ah, ich hab's heute, ne? Ich hab's heute mit meinen Begriffen. Da oben ist ein versteckter Block, das erkennt man. Das waren auch schon alle grundlosen Löcher.
Hoffentlich sind das auch schon alle Fragezeichenblöcke. Nee, da ist ein Toad sogar. Okay. Muss der jetzt in den passenden Schlitz gesteckt werden? Ja. Oh, das sieht übel aus. Halt durch, ich komme. Wie geil. Wir müssen die passenden Toads finden. Da ist der Grüne. Um den da rauszukriegen. Das ist doch auch so ein da gibt es auch wie soll ich sagen? So ein Spielzeug, was auch genau in diesem Stile funktioniert. Da ist der Lilane. Jetzt fehlt uns noch der Blaue. Ah, der Blaue chillt bei dem Origami Koopa. Ich sehe schon. Auf der Rückseite der Liege. Zack. Hallo, mein Freund. Wir konnten sogar einen Kampf umgehen. Ah, ich komme. So, und jetzt können wir, glaube ich, den oberen rausziehen, oder? Ach, wir müssen die alle noch reintun. Ah! 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 Ich hab mir entschlossen, der Tod einfach drinsteckt. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Woo! Oh, er ist nackt. Danke, dass du uns alle gerettet hast. Vor allem eigentlich nur mich. Eine Belohnung habe ich zwar nicht, aber ich weiß, wo ein Schatz ist. Auch hier im Norden, sehr gut. Weißt du auch, wo die letzte Insel ist, die mir noch fehlt? Wir haben 2, 4, 6, 8, 10. Eine fehlt uns noch. Hey, Moment, mein Westchen ist weg. Wie stehe ich denn jetzt da? Ey, was für Ehrentoads, wie sie sich um ihren Kumpel kümmern. So, da ist das Peak. Hast du es eingetragen? Damit ist die Zeichnung vollständig. In Ordnung. So, ciao Leute. Ich schau noch mal kurz nach, ob ich alles habe, aber hier scheint es ja nicht mehr. Nein. Es gibt noch einen Fragezeichenblock hier. Finden wir den ohne die Hilfe unseres Radars? Hier. Yep. Sehr schön. Jetzt haben wir 100% auf dieser Insel. Tschüss. War mir eine Ehre. Toad, Quintett. Aber gebt mir jetzt diese gottverdammte letzte Insel. Was könnte das dann noch sein? Weil ich glaube, storyrelevant ist die dann ja nicht mehr so unbedingt. Aber wir haben noch keine Karo-Insel gefunden. Das muss die Karo-Insel sein, aber wo soll die denn dann eingetragen werden? Ich suche jetzt nochmal. Da steht ein Goldfisch. Also Münzfisch. Goldfisch ist, glaube ich, hier der falsche Begriff. Spuck Geld aus, Bro. Ich liebe es, diesen Fischen hinterher zu fahren. So will ich dich, so will ich dich. Gib Papa das Cash. Gib Papa das Cash. Da ist nochmal die Peak-Insel. Nochmal ein Huni. Ich glaube, immer wenn er 1000 gibt, dann verschwindet er. Und das war genau jetzt. Nice. Das sind immer so knapp 2000 Münzen, glaube ich, die man sich mitnimmt. Kann man auf jeden Fall stehen lassen. Ich fahre jetzt nochmal hier die oberen Quadrate ab. Und ich fahre jetzt immer so schlangenlinienförmig. Müssen wir das ja irgendwann finden, oder? Das ist der Dude, der, glaube ich, über das Blooper Riff geredet hat. Hier den Schatz habe ich auch schon gehoben, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier noch weiter rüber düse, oder? Komm schon! Gib mir diese letzte Insel! Lass mich nicht hängen! Ich rede nochmal mit dem Shy Guy, vielleicht weiß der was. Ich weiß nicht, ob wir mit dem schon geredet haben. Ah, mit der Zeit mit den Toad-Statuen, ja. Okay, ich fahre jetzt einfach in die oberste Ecke. Ich fahre jetzt einfach mal in die oberste Ecke. Ich habe kein gutes Gefühl, Leute. Hier oben ist nicht die letzte Insel. God damn. Und ich hätte es so nice gefunden, wenn wir einfach easy peasy alle Inseln finden. Aber ich schätze, wir müssen uns noch etwas gedulden. Dann ist der einzige Anhaltspunkt, den wir jetzt noch haben, entweder die Schätze, die wir bergen müssen. Weil hier scheint es ja einige zu geben. Oder dann eben zu Luigi auf die Insel zu gehen. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht noch irgendwie einen Hinweis bekommen, wo wir den Rest finden. So. Da ist wieder was. Was hat uns der Toad hierfür versprochen? Auch hier wieder der Sound. Das hat so übel Subnautica-Style. Stopp, zurück, zurück, zurück. Da müssen wir jetzt wieder passend timen.
Ey, Jungs, Jungs, Jungs. Gebt mal her. Ich glaube, das gehört mir. Und jetzt auch oben der Druckmeter. Ah, nee, normalerweise bewegt sich der Druckmeter immer noch so, auch wenn man dann den Schatz gefunden hat. Woo! Das Peak-Inselfass. Nice. Der nächste Schatz ist... Ah, ich schau mich nochmal da oben um. Ich schau mich nochmal hier um. Hier könnte die Insel vielleicht auch noch sein. Karo-Insel. Das ist safe die Karo-Insel. Das ist die einzige, die wir noch nicht jetzt, glaube ich, eingetragen haben bei uns. Und was hat es mit diesem Blooper-Riff auf sich? Dieses Riff, was eigentlich aussieht wie ein Blooper, das habe ich irgendwie auch noch nicht so ganz gespottet. So. Hier ist der nächste Stuff. Wir gehen wieder auf Dachstation, meine lieben Freunde. Mal schauen, was uns beschert wird. Wie wär's denn mit diesem Schatz? Am besten ein Schatz-Mini. Die kann ich besonders gut gebrauchen. Yeah. Ah, ein Sarkophag. König Chamses Sarkophag. So, dann jetzt ab in den Süden. Haben wir hier schon ein Mädchen ins obere Eck gedüst? Ja, sonst würden wir hier die Insel schon längst sehen, wenn hier eine wäre. Oh, ärgert mich das. Es ärgert mich sehr. Aber vielleicht hat es einen Grund, warum wir die Karo-Insel vielleicht noch nicht finden können. Ah, nee, wartet mal. Ich kapiere das jetzt. Ich kapiere das jetzt. Schaut mal, die Inseln hier... Die Herzinsel, die Peakinsel, sowie die bilden ein Quadrat. Und in der Mitte ist das, was die Berg... Ich kapiere das Rätsel. Deswegen hat Olivia die auch markiert. Die Kartensymbole sind so außen und in der Mitte, da wo sich quasi... Ne, in der Mitte dieser vier Symbole, da ist entweder eine Insel oder da können wir einen Schatz bergen. Oh, zum Glück habe ich mir die Karte nochmal angeguckt. Sonst hätte ich das nicht geschnallt. Sonst hätte ich das, glaube ich, wirklich nicht geschnallt. Davon ist ja der Goldfisch, aber den verfolge ich jetzt nicht. Dem bin ich jetzt schon oft genug gefolgt. Dann kann ich immer dem Geld folgen, meine lieben Freunde. Nicht immer. Und da ist der Schatz. Oh, stell dich mal so ein Subnautica im Paper Mario-Stil vor. Ich würde es feiern. Ich würde es feiern. Und hier ist der Trainingspappkamerad. Cool. Aber jetzt düse ich, glaube ich, in die Mitte. Ich weiß, wir haben noch zwei Schätze zu bergen. Ah, nur noch einen. Lol, und der ist sogar relativ in der Mitte. Ja, dann ist das sogar das Ziel unserer Reise. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ungefähr. Hier müsste das sein. Oder? Ich berge hier einfach mal. Ja, ja, ja. Und es war die Rede von diesen drei Kugeln. Das ist eine alte Pyramide. Was ist das denn? Das ist gigantisch. Ich habe Dinge gesehen, die ihr mir niemals glauben würdet, aber ein riesiger Diamant auf dem Grund des Meeres ist selbst mir neu. Ist das die letzte Insel vielleicht? Das ist die Karo-Insel. Jetzt haben wir 11 Symbole auf unserer Karte. Da brauchen wir einen Schlüssel zu. Und den Schlüssel hat Luigi gefunden. Und jetzt müssen wir auf die Toad-Insel zurück, den Türknopf einsetzen und dann... Nice! Ich weiß Bescheid. Ey, aber sobald irgendwas unter Wasser ist, jetzt mal ohne Spaß. Wenn wir dieses Bauwerk in der Wüste gesehen hätten, hätte ich so gesagt, yo, ist fresh. Aber einfach, weil es auf dem Grund des Sees liegt, wirkt es so viel epischer. Oh, shit. So. Dann heben wir hier noch den letzten Schatz, den uns die Toads auf der Karte eingetragen haben. Und dann sind wir, glaube ich, schon relativ weit, was die Komplettierung dieses Gebiets angeht. Also ich wüsste dann nicht, was noch auf uns wartet. Ich weiß, dass auf der Toad-Insel, beziehungsweise auf der Pilz-Insel, da ist noch ein Toad, den wir retten müssen. Da hat unsere Toad-Glocke noch gebimmelt. Aber ansonsten bin ich mal gespannt. Herzen!
Heile Herz, Schatz Mini. Top Sache. So, auf zur Pilzinsel. Was für ein geiles Rätsel. Was für ein geiles Rätsel. Vor allem, ich habe es gelöst, ohne dass ich irgendwie einen Tipp bekommen habe. Ich vermute, Luigi wird einem da weiterhelfen. Aber es ist auch relativ obvious, aber auch nicht ganz. Einfach mega geil. Einfach mega geil. So, warum auch immer einfach der Tür, warum Luigi auch immer einfach den Türknauf entfernt hat. So, den Zettel da reingelegt und den Türknauf dahin, damit Matthias herkommt. Ja, ich habe einen Knauf dabei. Plopp. Perfekt, jetzt klappt's. Die Tür geht wieder auf. Und hier ist es hoffentlich auch noch einer der letzten Toads, die wir saven müssen. Genau du. Danke, ich dachte, Schnee müsste immer auf ewig ein Fisch bleiben. Hier. Ah, da gibt es noch einen Tipp. Relativ am Anfang, in Ordnung. Das waren aber noch nicht alle gerettet, noch nicht alle Toads. Keine Reise ist so weit zur ewigen Glückseligkeit. Du hast alle Toadstationen des weiten Ozeans gefunden. Oha! Wie geil! Cool, dass man dafür belohnt wird. Ich werde ja verrückt. Das ist ja Luigi. Wie kommt der denn hierher? Macht der einfach sein Nickerchen? Bruderherz, bist du das? Na, endlich, wenn du wüsstest, was ich hier alles hinter mir habe. Ich war schwer beschäftigt. So ganz nebenbei ist es wirklich anstrengend, in einer Latzhose zu schwimmen. Das Päuschen gerade habe ich mir wirklich verdient. Denn ich habe ihn gefunden, den Pilzpalastschlüssel. Nee, hast du nicht. Das ist der Schlüssel zum Karo. Ja. Noch einer von Luigis mysteriösen Funden. Coole Gravierung. Oh, auf dem Schlüssel ist ein kleines Karo-Symbol zu sehen. Sicher ist das der Schlüssel für etwas ganz Wichtiges. Aber nicht im Pilzpalast. Luigi? Muss jetzt ganz stark sein, Luigi, denn weißt du, dieser Schlüssel hier, das ist nicht der richtige. Was? Schon wieder der Falsche, so ein Murks. Ach, der hat mir gleich nicht richtig ausgesehen. Er passt noch so gar nicht zum Ziel der Prinzessin. Ich muss schon sagen, Luigi, du wohnst in einem total süßen kleinen Häuschen. Dieses Haus, nein, das gehört gar nicht mehr. Ich ruhe mich hier einfach nur gerade aus von der ganzen Schwimmerei. Aber jetzt wurde gesagt, ich habe niemanden gesehen, als ich angekommen bin. Ich sollte wohl den Bewohner dieser Insel finden und ihm danken. Da hinten geht's, glaube ich, in den Keller, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Deswegen haben wir noch nicht die Meldung bekommen, dass wir alle Toads gerettet haben. Weil wir den Besitzer des Hauses noch nicht gefunden haben. Was geht hier ab? What? Schau nur, alles voller Origami. Wer auch immer hier wohnt, muss total gern Origami falten. Gott verrückt, ich weiß genau, wo wir sind. Nach der langen Zeit hätte ich es vergessen. Aber Mario, ich weiß ja, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei, aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Genau, hier bin ich auf die Welt gekommen. Hier hat mich mein Bruder gefaltet. Er ist ein echter Origami-Meister, müsst ihr wissen. Er hat mich so gut gefaltet, dass ich zum Leben erweckt wurde. Seinetwegen kann ich sprechen, laufen, naja, eher schweben. Warte mal, stopp, dein Bruder hat dich also gefaltet? Aber dein Bruder ist doch auch eine Origami-Figur. Wer hat dann ihn gefaltet? Kann euch hören. Ich bin an einem Ort zwischen den Dimensionen gefangen. Bitte helft mir. Hier ist jemand, diese Stimme. Vielleicht gehört sie der Person, die mein Bruder gefaltet hat. Da muss das also der Besitzer des Häuslands sein. Los, Bruderherz, lass ihn uns befreien. Okay, er steckt wieder irgendwo in der Wand drin. Da oben ist ein King Olli-Sticker. Oha. Jetzt gibt es sogar ein bisschen Background-Infos und sowas. Das ist cool. Können wir auf den Tisch drauf? Nee. Unglaublich, dass das alles Origami ist. So unglaublich toll. Ja, das hat echt was. Aber irgendwie muss ich hier hochkommen. Oder kann ich das runterboxen? Ah, okay. Schau mal, Bruder, da oben liegt doch ein Buch, oder? Komischer Umschlag. Das Regal ist zu hoch, um dran zu kommen. Ein normaler Sprung wird da nicht reichen. Moment, ich hab da eine spitzen Idee. Los, verpass mir eine mit dem Hammer. Ah, wir machen ihn zu einer Sprungfeder. Achso, da kann ich ein Buch lesen. Ah, okay. Die richtige Papierwahl. Das Papier ist Leib und Seele jeder Origami-Kreation. Die richtige Wahl wird wohl überlegt sein. Für besondere Kreationen empfehlen wir daher nur Papier von allerhöchster Qualität. Ja, okay. Falten für Anfänger.
Wenn ihr einfache Grundformen wie Schmetterlinge oder Blumen faltet, könnt ihr, versucht es doch mal damit. Kamex Zauberstab, Grad A, Hammer, Grad B, Prinzessin Peach, Krone, Grad C. Okay. Top. Juhu! Here we go! Gab's nicht sowas ähnliches auch in Mario und Luigi? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Aber wer ist jetzt der Origami-Meister? Die Faltbibel des Lebens. Die Falterweckung ist die Krönung der Origami-Techniken. Sie erweckt gefaltete Kreationen zum Leben. Das Meistern dieser Technik verlangt langwieriges Üben, ruhige Hände und starke Emotionen. Die Liebe des Falters zur Kunst des Origami muss jeden Falz der Kreation erfüllen, damit diese erwacht. Falterweckung? Wurden mein Bruder und ich durch sie gefaltet? Hat sie uns zum Leben erweckt? Ah, und jetzt können wir auch den Origami-Meister zwischen den Dimensionen befreien. Oh, ein Faltkreis. Da ist die Lücke. Zack. Und zack. Ein Toad? Puh, danke für die Rettung. Nanu Mario. Das ist eine echt Berühmtheit. Besucht meine kleine Werkstatt und Luigi hast du auch dabei. Ich bin der Origami-Meister und verbringe meine Zeit hier mit dem Falten meiner Werke. Von morgens bis abends, jeden Tag. Ich liebe mal einfach Origami. Ein Origami-Künstler? Sag mal, hast du vielleicht meinen Bruder Olli gefaltet? Olivia, wow! Ich krieg Eselsohren. Bist das wirklich du? Ich dreh durch, du siehst genauso aus, wie ich dich entworfen hatte. Aber wer hat dich gefaltet und warum ist Olli nicht bei dir? Es ist alles verschwommen, aber ich erinnere mich noch an Folgendes. So ist das also. Ach, Olli, wie konntest du nur? Deine Vermutung trifft zu, Olivia. Ich weiß, der dein Bruder seinerseits faltete. Er sollte ein einzigartiges, schönes Werk werden. Deswegen habe ich ihm eine besondere Geheimtechnik zum Leben erweckt. Olli war stolz und stark. Doch es war auch viel Zorn in ihm. Und so sperrte er mich ein an einen Ort zwischen Licht und Dunkelheit. Der anscheinend in Wirklichkeit nur zwischen Wand und Tapete war irgendwie schon enttäuschend. Danach musste ich dich gefaltet haben, Olivia. Und wie mir scheint, hat er danach oben drei meine besten Origami-Werkzeuge mitgenommen. Sag mal, Origami-Meister, eine Frage. Warum hast du ihn gefaltet? Olli sollte auf diesem Schloss hier residieren, das ich für das Origami-Fest gefaltet hatte. Ich nannte es Castell Knick. Olli, der Origami-König, und seine Schwester Olivia sollten die Krönung meines Werks werden. Ich habe nicht oft Gelegenheit, meine Werke zu präsentieren. Daher habe ich möglicherweise ein klein wenig, naja, übertrieben. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Olli es tatsächlich geschafft hat, dich zu falten, Olivia. Das bedeutet, dass Olli nun die Kunst der Falterweckung beherrscht. Origami, das Origami falten kann. So etwas ist wieder die Natur. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte die Falterweckung niemals selbst einsetzen dürfen. Sag das doch nicht, Origami-Meister. Ich bin froh, dass ich am Leben bin. Ich habe so viel Schönes gesehen, so viele Freunde gefunden. Es gibt so viel, an das ich mich für immer erinnern werde. Und ich weiß, dass mein Bruder wieder zur Vernunft bringen kann. Wir werden ihn überzeugen, seinen Zorn zu vergessen und wieder friedlich mit allen zusammenzuleben, ob Origami oder nicht. Ach so, da fällt mir jetzt ein. Du brauchst noch den Pilzpalast-Schlüssel. Was mache ich noch hier? Ich muss den Schlüssel suchen. Macht's gut, ihr drei. Bis später. Beim Thema Schlüssel, wir haben jetzt auch Luigis Karo-Schlüssel. Was man mit ihm wohl öffnet? Die Schlüssel von ihm waren bisher jedes Mal super wichtig. Vielleicht ist der Karo-Schlüssel ja auch ein Hinweis auf unser nächstes Ziel. Er muss was mit der violetten Luftschlange zu tun haben, Mario. Ich bin mir ganz sicher. Wenn wir den weiten Ozean weiter erkunden, würden sie dieser Schlüssel sicher von Nutzen sein. Bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Deine Reise mit Mario hat dich stark gemacht, Olivia, und gütig. Ich habe dich zwar nicht selbst gefaltet, aber ich bin stolz auf dich. Leider weiß ich nicht, wie man Olli aufhalten kann. Ich habe es ja schon einmal nicht geschafft. Ich muss ihn euch überlassen. Ich bitte dich, Mario, pass gut auf Olivia auf. Gut, dann mal los. Lass uns unserem Bruder das Handwerk legen. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch diese Insel. Zu 100%. Uns fehlen noch ein paar Schatzminis auf dem weiten Ozean. Wahrscheinlich noch genau zwei Stück. Auf der MS Peach fehlt uns noch was. Aber ansonsten, ne, haben wir jede Insel vollständig. Cool. Sehr, sehr cool, meine lieben Freunde. Halt, wartet noch! Nimm die Notizen, Olivia. Vielleicht kann sie dir helfen. Oh, wow, danke. Das war echt lieb. Also dann, Mario, machen wir uns auf den Weg. Okay. Haben die noch eine wichtige Rolle? Ich predikte. Im Kampf gegen Olli. Wenn wir gegen Olli kämpfen, was ich stark vermute,
wenn wir an irgendeinen Punkt kommen, wo wir nicht weiterkommen. Und dann wird sie diese Notizen öffnen und dann wird sie irgendwas über ihn erfahren oder so. Das ist meine Vermutung. Keine Ahnung, ob das stimmt. Freunde, beim nächsten Mal holen wir uns den letzten Schatz und öffnen die Karo-Insel unter Wasser. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Das dürft ihr nicht verpassen. Und wisst ihr was? Als Bonus, damit wir das vollständig haben, heben wir jetzt noch den Schatz, der uns eingetragen wurde. Und vermutlich auf dem, beim Turm findet man den letzten Toad, der uns nochmal verrät, wo ein Schatz ist. Und dann haben wir auch auf hoher See alle Schatz-Minis. Weil wir haben aktuell 80%. Das kommt, glaube ich, daher, dass wir einfach 8 Schätze bisher gehoben haben. Dann ist das die Nummer 9. Und beim Hochseeturm finden wir den Toad, der uns zur Nummer 10 bringt. Und dann, mir wurde auch gesagt, den Schatz-Mini bei der MS Peach erhalte ich, wenn ich alle Toads gerettet habe auf hoher See. Dann kriegen wir den auch noch. Und dann sind wir übel, übel, übel gut durch den Ozean gekommen, würde ich mal behaupten. Aber wo kann ich die kaputt machen? Nee, kann ich nicht, okay. Wo zur Hölle ist dann die Schatzkiste? Hier! Da ist sie. Da schimmert's. Boom. Okay. Her damit. Gib mir den vorletzten Schatz des Ozeans. Ich find's crazy, wie weit wir in diesem Gebiet schon sind. Das hat echt Spaß gemacht. Yeah. Der Origami-Arbeitstisch. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.